In diesem Video möchte ich dir einmal ganz kurz die Funktion des Rollstuhls erklären, damit du auch alle Funktionen kennst, weißt, wie du diesen anwenden musst und worauf du achten musst. Der Rollstuhl ist in diesem Fall zusammengeklappt, den findet man oft so aus platzsparenden Gründen irgendwo in der Ecke verräumt. Wie baue ich den jetzt auf? Ist eigentlich recht einfach, ich ziehe hier auf beiden Seiten ein bisschen auseinander, dann öffnet sich die Sitzfläche schon mal ein bisschen und ich drücke hier einfach mit Gefühl den Rollstuhl auseinander, sodass es unten einklickt. So, jetzt habe ich den Rollstuhl schon mal aufgebaut und die Person kann sich setzen. Was ist jetzt beim Rollstuhl extrem wichtig? Beim Rollstuhl ist wichtig, dass ich immer darauf achte, wenn eine Person sich hereinsetzt, aufsteht oder irgendwo sitzt im Rollstuhl, dass ich die Bremsen feststelle. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum? Wenn die Bremsen nicht fest sind und die Person setzt sich in den Rollstuhl mit Schwung rein, rollt der Rollstuhl nach hinten weg und die Person stürzt. Wenn die Bremsen nicht gefest sind, wenn die Person drin sitzt und sie möchte zum Beispiel aufstehen, drückt sie sich ab, möchte aufstehen, der Rollstuhl rollt nach hinten weg, Sturzgefahr. Und genauso ist es beim Aufstehen allgemein auch, wenn ich mit der Person aufstehen möchte, könnte es ja auch passieren, dass sie zum Beispiel mir zusammensackt, wieder zurückfällt in den Rollstuhl. Wenn der dann nicht gesichert ist mit den Bremsen, rollt der Rollstuhl auch wieder weg und die Person stürzt. Also da bitte wirklich darauf achten, dass immer, wenn der Rollstuhl nicht geschoben wird, die Bremsen arretiert sind, dass die wirklich sicher eingestellt sind. Ja, und ansonsten ist das eigentlich die Grundfunktion von einem Rollstuhl. Wenn ich den jetzt wieder zusammenklappen möchte, dann gehe ich einfach hier vorne hin, ziehe hier einmal dran und habe den Rollstuhl eigentlich schon wieder transportfertig zusammengefaltet. Das sind so die grundlegenden Dinge zum Rollstuhl, worauf du achten musst, dass eben auch die Bremsen immer gut funktionieren. Das heißt, wenn ich mir einen Rollstuhl zum Beispiel ausleihe oder hole, mache ich einmal die Bremsen fest und schaue, ob der auch wirklich sicher ist. Manchmal sind die Bremsen nicht richtig eingestellt, dann müsst ihr das melden und dann muss der Rollstuhl repariert werden. Dann muss der quasi in den Service. Genau, ich hoffe, dieser Lerninhalt hat dir weitergeholfen zum Thema Rollstuhl, wie man das Ganze benutzt und einstellt. In unseren Transfervideos siehst du ja auch, wie man zum Beispiel einen Transfer vom Bett in den Rollstuhl macht, was auf jeden Fall super spannend ist. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag.